Hallo, hier ist Nils von Busports und heute zeige ich euch die nächste Kombination mit dem Stock, auch genannt Toya im Indonesischen oder O im Japanischen. Ja, die Kombination kommt aus der Kata, die wir im Silat haben und ja, ich würde sagen, wir starten. Ihr steht relativ neutral da, habt den Stock so ein bisschen schräg. Und das erste ist wieder die Verteidigung. Ihr geht einen Schritt nach hinten und blockt mit dem unteren Ende unten vor eurem Bein. Ihr schützt euch praktisch vor einem Stich zu den Knien oder vor einem Tritt oder sonstiges, was auch immer da gerade auf euch unten zusaust. Das blockt ihr hier mit dem unteren Ende vom Stock weg. Die nächste Technik ist dann, ihr zieht den Stock auf. Dreht euch mit eurem ganzen Körper rum und schlagt dann so seitlich zu. Ja, also ihr dreht wirklich euren Körper mit, damit ihr mehr Kraft in diesen Schlag geben könnt. Genau, das war soweit die Kombination. Ich mache es mal ein bisschen schneller und flüssiger. Also ihr steht da, kommt unten und schlagt dann seitlich. Der Stock ist so auf Augenhöhe, also genau, ungefähr so. Okay, noch einmal. Okay, ich laufe einmal zu euch hin. Ihr steht neutral, Schritt nach hinten, Block, Schlag. Ja, gleich nochmal. Genau. Und ich zeige euch das nochmal langsam. Also es ist so, dass ihr dann wirklich, jetzt seht ihr das auch besser, wenn hier ein Tritt kommt oder ja, ein Stich oder ein Schlag von der Seite, gegen mein Knie zum Beispiel, dann kann ich damit schön dagegen laufen. Und dann ist die nächste Technik, dass ich hier aufziehe, mich eindrehe und mit voller Kraft seitlich zurückschlagen. Ja, und der Schlag ist schon deutlich unangenehmer als ja, so ein schneller Schlag hier, wo der Körper gerade bleibt, weil ihr da wirklich euren Körper mit eindreht und mit voller Wucht von der Seite draufschlagt. Ja, also da ist viel mehr Kraft hinter. Und ja. Deswegen hat diese Schlagtechnik so ein bisschen ihre Berechtigung. Ja, dazu gibt es jetzt nicht mehr allzu viel zu sagen. Guckt euch auf jeden Fall das Video vorher noch an. Da habe ich auch noch mal ein bisschen was dazu gesagt, wie man sich mit dem Stock verhalten sollte, wenn man draußen ist. Wenn man draußen trainiert zum Beispiel. Weil drinnen ist das Training nicht immer möglich mit dem Stock, weil ja. Ich bin eben gerade gegen die Wand gekommen und ich hatte einen Riesenbaum. Also es ist sehr schwer. Klar, das ist jetzt von der Videoeinstellung hier besser, wenn ich mir am Rand stehe. Aber ich meine, wenn ihr zu Hause in eurem Wohnzimmer steht oder sonst wo, dann kommt ihr schnell mit dem Stock irgendwo gegen und das heißt dann gleich, dass irgendwas kaputt geht. Deswegen, ja, besser ist draußen im Garten trainieren oder draußen in einem Park, Wald oder so, man mit dem Stock das Ganze machen. Ja, aber da müsst ihr halt ein bisschen was beachten, weil da laufen auch andere Menschen rum und teilweise kann dieser Stock auch als Waffe gelten. Das heißt, ihr könnt dann halt auch wirklich Ärger bekommen, wenn ihr damit einfach so rumwedelt. Da beachtet nochmal ein bisschen was dazu. Aber wie gesagt, das seht ihr in dem Video zuvor. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Auch alleine, um nochmal die anderen Techniken zu sehen. Ja, liked gerne das Video, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir, wenn ihr irgendwie Fragen habt, alles unten in die Kommentare. Wenn ihr Anmerkungen habt oder allgemein Verbesserungen oder Sachen, die ihr gerne sehen würdet wollen. Ansonsten, ja, folgt uns und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Ciao, ciao!